Hallo, Pigolinis. An dem Tag, an dem ihr das seht, ist mein Geburtstag. Tatsächlich ist es das gerade nicht. Warte mal. 19. November. Ja, yeah, whatever. Ihr seht, Postfach bla, it's für Yu-Gi-Oh! Ich habe mit ihm getauscht und es hat sich ergeben, oh hey, er hat eine extra Karte reingelegt und dann sagt, meinten wir so, lol, beim Podcast auf, nehmen Boy, lol, nehmen wir das als Geburtstagsgeschenk oder shit und jetzt ne, sehen wir das einfach so. Das hält übrigens nicht, lasst euch nichts vormachen, ich wollte das nur, damit es auf dem Thumbnail gut aussieht. Wenn ich ein Thumbnail mache, mal sehen. Ich will jetzt auch keinen allzu großen Hype drum machen. Ich werde auch absolut nicht droppen, wie alt ich werde. Ich dachte mir nur, ich meine, irgendwie muss ich ja den anderen das bekannt geben. Und mit etwas Glück haben wir hier ein, ja, zwei versteckte Stadt drin. Das wäre nicht verkehrt. Uiuiuiui. Warte mal, warte mal. Da steht was drauf. Lobel Yugi. Ankunft bitte sofort auf Gartmarkt bestätigen. Ich habe das Gefühl, das hat er von der kleineren Bestellung. Yo, das ist so sick, dieser Sternfresser, ne? Das war aus diesem Crappy Reaction Video, was ich auf ihn gemacht habe. Ich wünschte, er wäre spielbar, aber das wird einen sehr, sehr coolen 4 Center abgeben. Insgesamt OCD Gold Wrestling super aus. Genau, dahinter sind noch zwei Hidden City. Er meinte im Podcast nämlich, ja, yeah, perfekt. Er meinte im Podcast nämlich, oh, ich habe aus Versehen eine dritte Karte mitgeschickt. Ich sag mal so, sie ist nicht TCG legal. Ich sehe, was er damit meint. Ich wäre darauf nicht gekommen, das ist zu lange her. Und yo, der sieht halt einfach sick aus. Ich bin, danke, Bruder. Und ja, jetzt habe ich ein Playset, versteckte Stadt, das ist ziemlich cool. Das heißt, ich werde jetzt mal gleich Subterra rumtesten und shit. Yo, danke. Heute ist zwar nicht mein Geburtstag, weißt du was? Ich suche mir eine besondere Hülle. Irgendeine coole. Habe ich noch ein Dragon Shield oder so übrig? Eine schwarze wäre ganz angenehm. Okay, shit. Shit, Jungs. Okay, ich habe leider nur eine. Wird das in Pink gut aussehen? Finden wir es heraus. Ich habe leider keine schwarzen Dragon Shields gerade. Nein, to be honest, das sieht überhaupt nicht gut aus. Ich suche kurz eine schwarze Hülle. Moment, Jungs, ich hab's gleich. Ach je. So. Ah, jetzt. Schade, Mano. Ich will keine Beschädigte. Ich bin ein guter Stoff. Nein, ist auch. Was ist denn los? Ich will hier keine guten mehr. Na also, geht doch. Der die hier. Okay, Jungs. Seid ihr bereit? Wow. Das ist ziemlich cool, okay. Danke, mein Guter. Ich hoffe, du hast noch einen traumhaften Tag. Ich hoffe, du, mein guter Zuschauer, hast auch noch einen traumhaften Tag. Ich glaube, die Auszeit von, ich weiß nicht, jetzt aktuell nehme ich halt am Dienstag auf. Heute kam das Logos-Video und ich möchte mich nochmal bedanken für das großartige, die großartige Resonanz. Ja, ich sehe schon, ihr fühlt mich und danke. Wirklich, das hat wirklich mein Herz erwärmt, das zu lesen. So viele, von wegen gute Besserung, kurier dich aus und shit. Und das ist einfach putzig, dass meine Community sich um mich kümmert. Und ich hoffe, ich übersteuere bei dieser Nachricht nicht zu so sehr, das wäre doch ziemlich peinlich. Ich würde behaupten, Gurkengott sollte ja im Dezember irgendwann wieder da sein. Ich habe vor, einen Adventskalender zu machen, das werdet ihr dann ja sehen, inwiefern ich es schaffe. Halt nur mit kurzen Videos, denn. Ich habe sogar schon eine Idee, was ich da machen will. Also, ich werde sehen, ob ich das umsetze. Ich würde sagen, noch eine traumhafte Woche. Ich gebe mir Mühe, bald eine wieder zu haben und gute Nacht.